Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gott der und herzlich willkommen zu diesem heutigen neuen YouTube-Video. Gleich zu Anfang jetzt ein paar News, denn der Wettkampfplan hat sich geändert. Die Einreise nach England und die Ausreise bzw. die Einreise wiederum nach Österreich gestaltet sich schwieriger als ursprünglich gedacht. Und ich habe jetzt bereits mit mehreren kompetenten Leuten auf Instagram Kontakt gehabt, die mir dahingehend ein bisschen weitergeholfen haben. Das heißt, jetzt bitte in den Kommentaren keine Reisetipps mehr. Ich weiß genau, was ich tun müsste, wenn ich einreise, wenn ich ausreise, wie es mit Testen ist, etc. pp. Und das ist für drei Wettkämpfe in England, die zurzeit geplant gewesen wären oder zurzeit geplant gewesen sind, ist das jetzt einfach nicht wirklich tragbar. Dementsprechend gibt es drei neue Wettkämpfe in Österreich, Ungarn und Polen, wo ich jeweils Regional und Pro Qualifier machen werde, aber nicht wie ursprünglich geplant im First Timers Bodybuilding bzw. Novice Bodybuilding, sondern in der Classic Physik. Ja, richtig gehört. Classic Physik. Wird gut. Wird definitiv gut. Da ist jetzt zumindest mal der vorläufige Plan. Ich werde wahrscheinlich genaueres noch im Podcast verkünden. Beziehungsweise wird der Podcast zu diesem Zeitpunkt schon online sein. Also verlinke ich euch den Podcast mal hier oben, wenn ihr euch das Ganze anhören wollt. Jetzt hier auf YouTube, ansonsten gerne auch auf Spotify bzw. Apple Podcasts. Ich starte jetzt mal mit der Arbeit. Heute ist Samstag. Heute ist, ich habe keine Ahnung, welches Datum heute ist, aber es ist Samstag und es ist Leg Day. Genau so schauen wir aus und ich wünsche euch dabei allen viel Spaß beim Video. Es ist 6.30 Uhr und ich will mein Breakfast vorbereiten für später. Es gibt Reisbrei und ich habe jetzt wieder von Hofer diesen Reisbrei zurück zum Ursprung. Der ist für mich jetzt, also für das, was ich mir von einem Reisbrei erwarte, ein bisschen besser als der von Vayu, ja, weil der Vayu so grobkörnig ist irgendwie. Und deswegen habe ich den jetzt lieber. Es gibt 40 Gramm davon und wir haben Heide und ich esse noch 40 Gramm Reisbrei. Einfach weil ich unter anderem was festgestellt habe und auf das werde ich ja auch noch später im Video eingehen. Auf jeden Fall, 40 Gramm Reisbrei reicht für mich vollkommen aus als Pre-Workout Meal, wenn ich so ungefähr eine Stunde vor dem Training esse. Im Training gibt es dann nochmal 30 Gramm Maltodextrin, dementsprechend hier ein bisschen weniger Carbs in Kombination mit Combo-Protein. Ja, in Kombination mit Combo-Protein, perfekt halt. Im Geschmack Schoko-Milchshake und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich das Ganze so mache. Ich habe jetzt übrigens auch von Sinop hier mal diese Flasty Chunky Geschichten hier getestet. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Habe hier einfach einen Scoop reingetan, so 3 Gramm. Und das schon mal mit dem Reisbrei hier vermischt. Und hier kommt jetzt schlussendlich kochendes Wasser drüber. Und nachdem kochendes Wasser drüber ist, dann geben wir erst das Combo-Protein dazu. Denn ansonsten, ich weiß gar nicht, wie man sagt, denaturiert. Denaturiert? Ist denaturiert. Sagen wir mal so. Okay. Auf jeden Fall ist das jetzt so die Base für das erste Meal. Darüber kommen dann noch Beeren, ja, entweder Erdbeeren oder Himbeeren. Und dann sind wir eigentlich schon ready to go. Dann steht das mal Stunde. 2 Stunden und dann, bevor es ins Training geht, werde ich mir das Meal genehmigen. Mealtiming wird wichtiger, ja, und darum möchte ich, dass du jetzt schon explizit darauf Wert legst. Weil wir wollen nicht an den Punkt kommen, Phil, wir wollen nicht an den Punkt kommen, wo du dich von jeder Mahlzeit so stuffed fühlst und wo deine Verdauung so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass wir wieder schnell an deine Kapazitätsgrenzen stoßen, was Appetit anbelangt und dann natürlich schlussendlich was Wohlbefinden anbelangt und in weiterer Folge dann was die Zeitspanne dieser Aufbauphase anbelangt. So, wir haben jetzt hier das erste Meal und die ersten Steps wurden schon getan. Ich muss ganz ehrlich sagen, also nach dem Leg Day Steps zu machen ist die pure Hölle. Also wirklich die pure Hölle, weil ich mir einfach nach dem Leg Day jetzt nichts mehr in der Lage fühle. Beziehungsweise muss ich das nächste Mal schauen, wie es ist in diesem neuen Trainingsprogramm mit natürlich weniger Gesamtvolumen am Leg Day und dementsprechend auch weniger akkumulative Ermüdung, die einfach entsteht im Zuge von so einer Trainingseinheit. Aber trotzdem, wenn ihr ein paar Steps vor dem Leg Day drin habt, dann spielt man das eigentlich nur in die Karten. Kann im Nachmittag echt super geil chillen und dann, ja, es passt.
Ich wünsche euch viel Spaß und ich werde mir das jetzt genehmigen. Es schaut wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Mittlerweile freue ich mich echt schon aufs Essen. Wir haben jetzt 8 Uhr übrigens. Wir haben 8 Uhr. I know it's not the optimal scenario in terms of being competitive and stuff, but this time I only want to get on stage and I only be the best version of myself, so I can then build up from that the next upcoming years. It definitely does make it a lot more logistically difficult in terms of the peak. Yeah. But if we do the Austria 18th and 19th, then we'll kind of figure out how your body responds to that and get a better idea of how to adjust if we need to for the hungry. Yeah. So wie man sieht, starten wir das heutige Beintraining mit einem Niacin-Flush. Mein Gesicht ist komplett rot. Komplett rot. Ich habe es eigentlich direkt nach dem ersten Meal genommen. Aber hat anscheinend nicht wirklich was gebracht. Also soll es ja zu einer Mahlzeit zunehmen, so damit diese Flushing-Sensation nicht so brutal ist. Aber ist ein Wahnsinn. Dementsprechend, wir starten jetzt sowieso ganz leicht. Erste Übung: Dumbbell Hammer Curls. Für zusätzliches Bizeps-Volumen, diejenigen, die mein Video zum neuen Programm gesehen haben, wissen, dass jetzt zunächst mal Hammer Curls anstehen, werden wir 3 Sätze machen, 2 Sätze 8 bis 10, 1 Satz 10 bis 15, sowas. Und dann gehen wir über zur ersten Unterkörperübung, Adduktoren. Genau, deswegen jetzt mal vermummt bleiben, obwohl es unmenschlich heiß ist. Das ist, also ich bin im ganzen Körper so rot. Und dann schauen wir uns das Ganze in weiterer Folge an. So, auch unter anderem klare Anweisung vom Callum, nicht in jedem Satz Parshas machen, nicht in jedem Satz Four Straps machen. Fatigue Management at this point ist key. Dementsprechend beim Adduktor heute erster Satz komplett ohne Four Straps, einfach durchgegrindet bis zur letzten Rep in die Verfüßerposition rein und jetzt gehen wir dann gleich ins Backoff und im Backoff mit 10 Kilo weniger, also insgesamt jetzt 4 Viertel Plates, machen wir einen Satz mit Partials. Ja, das heißt, wir machen komplettes Muskelversagen und am Ende, wenn wir das Gewicht nicht mehr in die verkürzte Position reinbekommen, arbeiten wir nur mehr innerhalb der Range of Motion, die uns zur Verfügung steht, innerhalb der Mid-to-Length-End-Range. Genau, Fatigue Management, wie gesagt, ist key. Schauen wir uns jetzt den zweiten Satz an, gehen wir rein, tun wir alles raus.
Wir sind jetzt auch mit der Vorermüdung vom Quadrizeps durch. 2 Sätze Leg Extension anstatt 3, wie es jetzt im alten Programm war. 2 Sätze definitiv nicht so ermüdend. Ich habe heute tatsächlich mal die von Gym 80 hier ausprobiert. Und von allen Leg Curls darin, also die alte Gym 80, die neue Cybex und die neue Gym 80, gefällt mir die hier tatsächlich am besten. Kann mich am besten reinspannen. Biomechanisch gesehen ist die alte Gym 80 mit dem Center Loading, also dass die Pads rechts und links von der Last sind, zwar geiler, ja, allerdings ist die Sitzeinstellung von dieser alten Gym 80 Maschine, die ihr im letzten Leg Day Video gesehen habt, glaube ich, ist für mich suboptimal. Ja. Das heißt, für mich gibt es jetzt ab jetzt nur mehr diese neue Gym 80 hier, die, was glaube ich, auch in jedem Fit-In oder sowas steht. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und jetzt gehen wir weiter hier mit dem Cybex Seated Leg Curl an dieser Stelle. Vorermüdung der hinteren Kette, ihr kennt das Spiel, habe ich bereits in mehreren Videos erklärt, beziehungsweise priorisieren der Hamstrings, weil ihr wisst, meine Hamstrings sind scheiße. Dann gehen wir noch über zu einer Weighted Hyperextension für Glutes, Hamstrings und gehen wir dann erst zu den eigentlichen Hauptübungen, nämlich der Hack und der Leg Press, ja, wo es auch reduziertes Gesamtvolumen gibt. Aber auf alle Fälle gehen wir jetzt mal hier noch eher zu den Isolation Moves. Rinse mal die komplett. Ich finde die Eagle Cybex Leg Curl ganz geil. Machen wir hier 2 Sätze und dann gehen wir weiter. Gut, Jungs. Das ist schon Stefan. Wir sehen uns am Morgen. Wir sehen uns hier am Morgen. Gut, das freut mich. Wir auch. Wir sind gleich da. Hier als letzte Übung vor den Compounds bei der Weighted Hyper Extension. Und warum ich diese Weighted Hyper von Hammer ganz cool finde, ist, weil sie höher ist. Ja. Das heißt, wenn man hier eine zusätzliche Plate in der Hand hat oder generell zusätzliches Gewicht, dann kommt man nicht ständig am Boden an. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Worauf es zu achten gilt hier, ist eigentlich nur, also wenn ihr die Übung jetzt, so wie in meinem Fall jetzt, eher Glute, Hamstring dominant ausführen wollt, und jetzt nicht für eure Rückenstrecker, was ja auch eine Möglichkeit ist, dann, dass ihr diese Pads hier, ja, diese Pads hier so einstellt, dass ihr quasi in einer Romanian Deadlift Position seid. Das heißt, ihr wollt diese Pads hier, genau diese Kante, in euren Hip Crease haben, in eurer Hüftbeuge. Ja,
um einfach zu gewährleisten, dass ihr bei einer Kontraktion, ja, also beim nach oben kommen in der Konzentrik, eure Hüfte durchdrücken könnt und somit eure Glutes flex, ja. Und jetzt nicht irgendwie über einen unteren oder oberen Rücken kompensiert, was man ja auch sehr, sehr oft sieht. Ja, das heißt, hier wirklich schauen, korrekte Einstellung, Pad in the Hip Crease und dann schauen, dass eine Hüftbeugung und eine Hüftstreckung passiert und sonst wirklich nichts. Also keine Rumpfbeugung, Rumpfstreckung, außer wie gesagt, ihr wollt es für eure Spinal Erectors machen, aber ansonsten ja, Hüftbeugung, Hüftstreckung. Gehen wir rein, 2 Sätze, geloadet mit 20 Kilogramm, zuerst noch Aufwärmsatz und dann schauen wir, was passiert. So, jetzt nach der Hyper sind wir beim ersten wirklichen Main Move des heutigen Tages ankommen. Nämlich der Reverse Banded Hack Squat von Akarian. Und ihr habt das zwar schon in tausenden Videos gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, weil mir immer noch Leute fragen: Hey Chris, warum macht es Sinn hier so ein Band zu spannen? Und das Band ist jetzt wirklich nicht ganz gespannt, es ist gerade so gespannt, dass die unterste Position etwas leichter wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt eine Beugevariation habt, wie jetzt beispielsweise ein Hack Squat oder auch ein Barbell Hack Squat oder irgendwas in der Richtung, dann seid ihr in dieser untersten Position, in der verlängerten Position jetzt vom Quad, am schwächsten. Ja? Das heißt, ihr werdet sicherlich schon gemerkt haben, dass wenn ihr jetzt eine Kniebeuge macht und ganz runter geht, dann ist das Rauskommen aus der untersten Position meistens so der unter Anführungszeichen limitierende Faktor. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen uns das Widerstandsprofil dieser Übung und adaptieren dieses oder modulieren dieses Widerstandsprofil mit diesem Widerstandsband, sodass die Übung nach unten hin etwas leichter wird, nach oben hin etwas schwerer wird. Und unser Kraftprofil vom Körper, also in dieser Übung, in dieser Bewegung, ist so, dass wir in der untersten Position am schwächsten sind und nach oben hin zur maximalen Knie- und Hüftstreckung immer stärker werden. Das heißt, wir nehmen jetzt das Widerstandsprofil der Übung und gleichen es an das Kraftprofil vom Körper an. Und das ist eine mega geile Geschichte. Ja? Das heißt, wir können jetzt hier einen sogenannten Accommodating Resistance schaffen, der uns eine Full Range Challenge gibt. Das heißt, über die gesamte Range of Motion haben wir eine Orgel Challenge. Nicht nur unten im Stretch, nicht nur in der vollen Kontraktion, sondern wie gesagt, über die volle Range of Motion. Deswegen hier Reverse Bands. Wir werden es mal aufwärmen. Wir machen hier 2 Sätze, dann einen Topset, einen Backoff. Zuerst jeweils noch aus CC und dann, wie gesagt, starten wir einfach mal so in die Übung rein. Wird definitiv ein riesiger Spaß. Thank you.
Wir sind jetzt mit der Reverse Bennett Hack durch. Zwei Sätze, all out, ohne Four Straps, ohne Failure. Das war die Anweisung, das haben wir gemacht. Und ja, jetzt gehen wir über zu einem Widowmaker, einem Ultra High Rep Set Leg Press. Schauen wir mal, was es wird. Und dann sind wir durch. Gott sei Dank bin ich schon komplett am Ende jetzt. Komplett am Ende, aber dabei war es wirklich gut. Kann man nicht sagen. 10 von 10 Session. 10 von 10 Session. Aber wie gesagt, komplett fertig. So, wir befinden uns jetzt wieder auf dem Heimweg. Session war wirklich unfassbar gut. Ja, ich habe mich nach der Session gefühlt wie der letzte Mensch. Ja, ich habe noch Wadenheben gemacht. Wadenheben habe ich nicht mehr gefilmt nach der Leg Press. Aber jetzt geht es wieder einigermaßen. Jetzt fühle ich mich wieder halbwegs gut. Werde jetzt heimgehen, werde was essen und dann einen Nap machen, bevor es dann schlussendlich mit der zweiten Tageshälfte und dann natürlich in weiterer Folge Arbeit weitergeht. Ja, ist noch einiges zu tun heute. Und ich freue mich drauf, ich bin total excited für Work, ich bin total excited für alles eigentlich, was so ansteht. Und ja, werden coole nächste Wochen. Genau. Sind wir schon ready? Yes. Gut, sind wir jetzt daheim. Post-Workout Meal. Ein paar Karotten. Sehr, sehr leicht verdaulich. Dann haben wir da Brokkoli mit Sriracha Chili-Soße. Und ein paar Maiswaffeln mit Putenaufschnitt und Philadelphia so leicht. Da ist jetzt so ein typisches Post-Workout. Bisschen mehr Veggies, sind jetzt 400 Gramm, glaube ich. Aber Verdauung spielt mit, alles mega gut. Das genehmige ich hier. Das lasse ich drin, schnell das raus. Das esse ich jetzt.
Und dann gehen wir schlafen, oder? Ja. Ich glaube, dann gehen wir schlafen. Bitte. Perfekt. Gut, in diesem Sinne, Mahlzeit. So, wir haben jetzt 14.37 Uhr und der Nap ist durch. Ja, so 20, 30 Minuten sowas, einfach nur liegen, einen Podcast hören, Schlafmaske auf. Und das will ich mir jetzt angewöhnen tatsächlich, weil das Ding ist halt trotzdem, 8 Weeks und Recovery und alles, was jetzt mit der Prep zusammenhängt und was mit Training zusammenhängt etc., das muss jetzt priorisiert werden. Das muss jetzt wirklich einfach priorisiert werden. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Also das Höchstmaß an Muscle Retention, was ich irgendwie rausholen kann. Und dementsprechend werden wir jetzt beides machen. Wir werden einerseits den Schlaf als solches priorisieren, dass wir schauen, dass jede Nacht wirklich 7 bis 8 Stunden drin sind. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch untertags so einen kleinen Powernap machen, weil es einfach regenerationstechnisch für mich Vorteile bringt. Das habe ich einfach gemerkt. Dementsprechend, also generell muss man einfach sagen, der Schlaf hat sich die letzten Nächte massiv verbessert. Ja, ich bin ja letzte Woche noch irrsinnig oft irgendwie um 2.30 Uhr oder sowas aufwacht. Und zwar nicht, weil irgendwie meine Schlafroutine scheiße ist oder weil ich dahingehend keine guten Gewohnheiten habe, sondern einfach, weil sich mein Körper gedacht hat, okay, Chris, fuck you, du wächst jetzt um 2.30 Uhr auf. Dann bin ich halt um 2.30 Uhr aufgewacht. Okay, perfekt eigentlich. Und das hat sich halt so, und das habe ich im Kellerm halt eh gesagt, das hat sich halt brutalst auf das Wohlbefinden und natürlich dann irgendwo das Training ausgewirkt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich normalerweise ins Training gehen würde, so um 9, 10 oder sowas, war ich halt komplett fucked, weil ich halt zu dem Zeitpunkt schon 7 Stunden wach war. Und sowas bin ich einfach nicht gewohnt. Dementsprechend jetzt, Changes im Hinblick auf Schlaf. Ich habe jeden Abend als letzte Mahlzeit sonst Skyr gegessen mit 300 Gramm Himbeeren. Ja, beziehungsweise manchmal 400 Gramm. Ich tue jetzt nichts zur Sache, aber Skyr mit Beeren. So, das war jeden Abend meine letzte Mahlzeit. Jetzt allerdings füge ich dem Ganzen 50 bis 80 Gramm Haferflocken hinzu. Und das Ganze mache ich jetzt aufgrund der Tatsache, dass mein Körper, also ich habe das Gefühl, mein Körper hat auf Nacht das Gefühl, hey, wir müssen jetzt, wir brauchen jetzt Food. So, ja. Und dementsprechend werde ich das jetzt testen. Ja, es ist jetzt der 4. Tag oder sowas heute, wo ich das mache. Aber das ist einmal ein großer Change, den ich einfach in Erwägung ziehe, um eben zu sagen, okay, Schlaf, das wird jetzt enhanced. Ja. Zweiter Punkt ist, eine CBD-Firma ist outgereached zu mir, weil sie das anscheinend irgendwie mitgekriegt hat und hat gesagt, okay, try it. Ja, ganz unverbindlich. Und ich werde jetzt auch nicht sagen, welche Firma, oder ich werde jetzt nichts bewerben, aber ich werde das jetzt mal testen für einen Zeitraum von einem Monat oder sowas. Und wenn es was ist, dann werde ich das irgendwie, keine Ahnung, Bewerbung, I don't know, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall jetzt mal testen, ob mir CBD was bringt. Ich nehme jetzt 70 Milligramm jeden Tag, also jeden Abend vorm Schlafen gehen, so 30 bis 60 Minuten oder so. Das Ganze natürlich in Kombination auch mit dem, was ich früher schon genommen habe, 1200 Milligramm Ashwagandha, 3 Milligramm Melatonin, Time Released und so weiter und so fort. Dazu noch ein bisschen Magnesium, dies, das. Aber das ist jetzt so der Status quo dahingehend. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich Schlaf entwickelt jetzt die nächsten Nächte. Bin sehr zuversichtlich, weil ich mich einfach gerade unmenschlich gut fühle. Ja? Und dann schauen wir uns das Ganze in weiterer Folge an. Ja? In diesem Sinne jetzt mal erholen vom Leg Day. Ich habe jetzt gerade vor mir einen Laptop offen. Ich werde jetzt noch was arbeiten. Ja? Bis 19 Uhr heute. Habe dann noch einen Call. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video heraus ist, werdet ihr schon im Bilder drüber sein, dass Lift the Standard online gegangen ist. Ja, deswegen schaut auf der Seite vorbei auf Instagram, dort findet ihr alle nötigen Informationen, oder auf meinem Instagram-Profil Lift the Standard Countdown läuft. Der Countdown läuft. Wird stabil. So, wir haben jetzt hier die vorletzte Mahlzeit dieses heutigen Tages. Wir haben 300 Gramm Fisolen in Kombination mit 250 Gramm Chicken, ein bisschen Sriracha-Soße drüber und das Ganze natürlich gewürzt und mit Liebe zubereitet. Bevor es dann später noch die letzte Mahlzeit gibt, die ihr dann auch noch sehen werdet, denn wie gesagt, Carbs in der Mahlzeit geaddet und ja, ich habe sie jetzt schon vorbereitet, sind Haferflocken, Skyr und Beeren.
easy as that. Genau, in diesem Sinne werde ich das jetzt mal genießen und dann sind wir ready. Sind wir ready to go. Skinny Boy. Problem ist, den Darm gefixt zu werden. Das ist vollkommen richtig. Genau so ist es. Dafür sind wir da und das machen wir. Fang mein AJ aber, ob er so mal reshare. So, also wir sind ja jetzt gerade im Call und haben den Newsletter online geschalten für unser Projekt, an dem wir jetzt schon sehr, sehr lange Zeit arbeiten. Dementsprechend könnt ihr jetzt auf den Link in der Beschreibung unten klicken und über diesen Link kommt ihr zum Newsletter und da könnt ihr euch eintragen für Vorteile und News. Genau. Runtergehen, eintragen und den Standard anheben. Genau. LTS. So und somit verabschiede ich mich mit der letzten Mahlzeit aus diesem YouTube-Video. Wir haben ja jetzt hier Erdbeeren, wir haben Haferflocken, wir haben Skrrr und ein bisschen von diesem Geschmackspulver, das ihr bereits am Morgen bei der ersten Mahlzeit schon gesehen habt. Und das wird sich jetzt genehmigt. Und dann folgt da schon die Pre-Bad-Routine und oh, dann wird recovered. Dann wird recovered. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentieren, liken, sharen, packt es in die Story. Ja, ich feiere das immer total, wenn ihr es in die Story packt. Und ansonsten Kanal abonnieren. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Peace und Gutere.